Il Consiglio federale vuole ancora legare istituzionalmente la Svizzera all'Unione Europea. In parole povere sarebbe la fine dell'indipendenza della Svizzera e della nostra democrazia diretta. La Svizzera diventerebbe una colonia dell'Unione Europea. Si vuole dunque privare il popolo del proprio diritto a decidere. Mit dem Bückling vor der EU-Bürokraten geben wir unsere eigenständige Landwirtschaftspolitik total auf. Die EU will durchregieren, vom Feld bis auf den Teller, will bestimmen, was dem Konsument im Teller innen soll landen. Das ist die totale Unterjochung der Schweiz. Der Bundesrat Guy Parmelin zeigt auf, was der richtige Weg in die Zukunft ist, nämlich Verträge mit anderen Ländern auf Augenhöhe. So hat er gerade jetzt mit Indien ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das sind 1,4 Milliarden Menschen und die Schweizer Wirtschaft kann profitieren. Aber da hat es keine fremden Richter drin, es hat keine automatische Rechtsübernahme drin, es hat keine Milliardenzahlungen drin. Das ist der richtige Weg für die Schweiz. Mit allen Partnern in der Welt draussen, die wollen, Verträge auf Augenhöhe abschliessen, aber nicht Unterwerfungsverträge wie der mit der Europäischen Union. Auch wirtschaftlich ist das Schweizer System viel erfolgreicher als das von der EU. Das sehen wir klar. Wir haben höhere Löhne, wir haben eine tiefere Inflation und tiefere Arbeitslosigkeit. Wir haben Freiheit und Selbstbestimmung bei uns. Das wollen wir behalten und sicher die schlechteren wirtschaftlichen EU-System uns einordnen. Darum nein zu diesem Paket. Der Mut in Brüssel zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir haben ein besseres System. Schauen gescheiter auf uns, als dass wir von euch noch alles übernehmen müssen.